Und du? Wer bist du? Als er aussieht. Hör zu, Alter. Ich hab genau gemacht, was du wolltest. Also lass uns was aus. Arasaka-sama, お父上の殺害犯を見つけました. この男で間違いありません. はい. 1時間後には着くかと。 ナイス。 Deine Hilfe. Halten!
den Schnitt! Wie, du kippst wieder um! Halt die Augen offen! Fuck! Wir brauchen beide medizinische Versorgung. Gibt es einen Ripper-Doc, dem du vertraust? Ich kenne wen. Wir müssen zu einem Ripper-Doc. Schnell! Victor flickt uns zusammen. Wir müssen irgendwie dorthin. Ruf jemanden an, irgendwen. Okay, schon gut. Guten Tag. Meinen Scannern zufolge sind Sie außerhalb des Versorgungsgebiets. Komm, mich einfach holen. Ich muss zu Mistys Esoterikum. Vor Victors. Sehr wohl. Ein Wagen ist unterwegs. Er sollte in weniger als 20 Minuten eintreffen. Was fällt dir ein? Hey! Der Direktlink ist beschädigt. Bitte führen Sie das Kabel unterhalb des Ohrs ein, aber nicht zu tief. Zwischen seinen Lymphknoten unter dem Kopfwendermuskel sollten zusätzliche Neuralbuchsen sein. Wenn ich versehentlich eine Vene treffe, stirbt er. In der Tat. Wenn Sie nichts tun, aber auch. Ich glaube, ich habe Buchsen. Stellen Sie nun eine Verbindung hin. Schnell, bringen wir ihn rein. Ich schaff es nicht! Muss mich setzen. Ist das dein Blut? Misty! Blutdruck fällt. Neurogener Schock. Er stirbt. Schneid durchs Hinterhauptbein. Gebt keinen anderen Weg. Damit riskieren Sie... Ich weiß, was ich tue. Geht es ihm? Noch nicht so gut wie dir, aber es wird jeden Tag besser. Wie? Bist du da drin? Oh, mein Kopf. Wie fühlst du dich? Weiß nicht, Vic. Es dröhnt in meinen Ohren. Und ich sehe Dinge. Diese Halluzinationen, beschreib sie mir.
blendende Lichter. Es ist laut. Ich bin auf einer Bühne und kann kaum atmen. Ich bin voll von Hass. Dann lasse ich alles raus ins Mikrofon. Es bringt nichts. Ich fühle mich nicht besser. Und dann, versprich mir nicht zu lachen, platziere ich eine Bombe im Arasaka Tower. Da gibt es nichts zu lachen. Sie haben mich getötet, Vic. Hatte noch nie so eine Angst. Das war zu real. Selbst für einen Wachtraum. Du hast nicht geträumt, W. Das waren Erinnerungen. Auf diesem Splitter ist ein Persönlichkeitskonstrukt. Deine Träume waren seine Vergangenheit. Moment. Soll das heißen, da ist ein Terrorist in meinem Kopf? In diesem Augenblick? Ganz genau. Johnny Silverhand. Hatte vor etwa 50 Jahren seinen Höhepunkt erreicht. Die AHQ-Katastrophe. Schon mal gehört? Das war er. Er starb wohl in den Trümmern. Ja, aber jetzt gerade ist das nicht das Wichtigste. Was dann? Der Biochip ist wie eine Zeitbombe und sie tickt. Du hast nicht mehr lange zu leben. Maximal ein paar Wochen. Silverhands Konstrukt überschreibt dein Bewusstsein, übernimmt nach und nach deinen Körper, bis du irgendwann verschwindest. Wie, es ist wichtig, dass du das verstehst. Ich glaub kein Wort von dem Bullshit, den du da ausspuckst. Weißt du auch, warum? Weil er keinen gottverdammten Sinn macht. Ich weiß nicht, was mit mir passiert, aber es muss eine logische Erklärung geben. Du bist der Beste der besten, Vic. Warum kannst du mir nicht helfen? Willst du die lange oder die kurze Fassung? Lass nichts aus, kein einziges Detail. Okay, auf dem Chip war, ist ein Konstrukt, eine Psyche, die von Johnny Silverhand. Du hast ihn in deinen Chipslot getan. Nichts passiert, richtig? Bis du tot warst. Eine Kugel in den Kopf von Dexter DeShawn. Aber wie soll man's von sowas zurück ins Leben schaffen? Kleines Kaliber, du hattest Glück. Dank einer weiteren von vielen Fehlentscheidungen von Mr. DeShawn. Die Nanobots des Chips begannen, den Schaden zu reparieren. Dann nahmen sie dich bei der Hand und lockten dich weg. Weg vom Licht. Du bist Dr. Victor und ich bin dein Monster. Perfekt. Deinen Körper kannst du modifizieren, mit Chrom versetzen. Scheiße, du kannst ja sogar einen komplett neuen holen. Aber deine Psyche, das ist eine ganz andere Sache. Aus der Sicht des Biochips sind deine Gehirnzellen ein Tumor, der rausgeschnitten werden muss. Und dein Körper eine leere Hülle für das Konstrukt. Also will dieser Scheiß-Terrorist mich ausradieren und meinen Körper für sich haben? Nicht bewusst. Das passiert automatisch und ist unvermeidbar. Keiner von euch kann es aufhalten. Und wenn wir den Chip rausnehmen oder deaktivieren? Beides außer Frage. Du würdest sterben, und zwar sofort. Vic, du hast mich schon so oft gerettet. Wenn du nichts für mich tun kannst, dann... Was verflucht soll ich dann machen? Sag's mir. Bitte. Vic. Ich weiß es nicht, Kleiner. Misty? Verlangst zu viel von einem alten Mann wie Vic. Komm, wie.
bringen wir dich nach Hause. Dann starb er. Ich dachte, ich würde sterben. Mit ihm zusammen. Im Schlaf. Der Schlaf ist wie ein Hauch des Todes. Des Unvermeidlichen. Ich weiß nicht mal, ob ich jetzt wach bin. Ich meine, ich könnte schon tot sein, oder? Darauf solltest du dich nicht fixieren, Vi. Verdräng es. Hier, ich habe etwas Medizin für dich. Omega-Blocker. Wenn du sie regelmäßig nimmst, schreitet der Verfall weniger schnell voran. Sie sollte auch deinen Untermieter etwas ruhig stellen. Das Pseudo-Endotrizin ist von mir. Es beschleunigt den Prozess, setzt den Dämon also praktisch frei. Ich muss mich hinlegen. Hier, ich hab noch was für dich. Das hat Vic aus deinem Schädel gezogen. Ein Glücksbringer? Versprich mir, dass du ein bisschen schläfst, ja? Du bist wunderbar, Misty. Danke. Gute Nacht, Vi. Süße, friedliche Träume. Verstanden? Und ich töte jeden, der mich aufhalten will, dich eingeschlossen. Ich brauche eine Kippe. Wo hast du deine? Geh und kauf welche! Ich brauch nur eine! Eine letzte! Was? Was für ein ranziges Joy-Toy habe ich denn da gefickt? Oh, verpiss dich endlich!